Hey, schon mal darüber nachgedacht, dass Medien nicht nur ein fester Bestandteil unseres Alltags, sondern auch der Demokratie sind? Was sind die wichtigsten rechtlichen Grundlagen und welche Aufgaben besitzen die Medien? Diese und weitere Fragen klären wir jetzt! Freie Medien sind ein Muss in einem Rechtsstaat. Deshalb findet man die Meinungs- und Informationsfreiheit auch im Grundgesetz in § 5 Absatz 1 verankert. Sie gilt allerdings nicht absolut. Persönlichkeitsrechte von jedem Einzelnen, Gegendarstellungsrechte, also das Recht des Betroffenen, einen Bericht über sich selbst oder seine Organisation im gleichen Medium richtigstellen zu können, und der Pressekodex schränken sie ein. Die Einhaltung des Pressekodizes ist allerdings freiwillig. Der Presserat kann Verstöße öffentlich und nicht öffentlich sanktionieren. Zu den Aufgaben der Medien gehört die Versorgung der Bevölkerung mit Kultur, Unterhaltung und Informationen. In Deutschland geschieht dies zum einen durch öffentlich-rechtliche, zum anderen durch private Dienstleister. Die Information hat dabei einen besonders hohen Stellenwert. Medien sollen über gesellschaftlich wichtige Themen neutral berichten. So sollen sie die verschiedenen Einstellungen zu politischen Sachverhalten vermitteln und erklären. Politische Entscheidungen sollen analysiert, aber auch bewertet werden. Dies allerdings mit möglichst gut begründeten und auf Fakten basierenden Argumenten. Medien dürfen also durchaus auch Stellung beziehen. So bewirkt ihre kritische Berichterstattung auch eine Kontrolle der Politiker. Man spricht auch von den Medien als vierte Gewalt. Damit ist gemeint, dass die Medien neben der Legislative, also Gesetzgebung, Exekutive, also der ausführenden Gewalt, und der Judikative, also den Gerichten, eine ganz zentrale Rolle in einer Demokratie spielen. Da Medien über die verschiedenen Kanäle viele Menschen erreichen, haben sie sehr viel Macht. So kommt der Wähler zum Beispiel fast nie direkt mit dem Politiker in Kontakt, dies geschieht immer über die Medien. Diese spielen sozusagen die Rolle des Vermittlers. Durch ihre Berichterstattung schaffen sie entweder Sympathie oder Antipathie für bestimmte Kandidaten. Dabei geht es nicht nur um die direkte Kritik an bestimmten Politikern. Gerade das, was nicht gesagt, geschrieben oder gezeigt wird, ist manchmal wichtiger als das, worüber berichtet wird. Beispielsweise beeinflusst die Auswahl der Beiträge, die in der Tagesschau gesendet werden, was die Deutschen politisch mitbekommen. Das auf die Tagesordnung setzen nennt man Agenda Setting. Auch Bilder können Menschen stark beeinflussen, selbst wenn sprachlich relativ neutral berichtet wird. Medien entscheiden also, wem sie eine Plattform geben, und sind so entscheidend für den Wahlkampferfolg von Politikern. Macht ruft natürlich immer auch Kritiker auf den Plan. Besonders häufig genannte Kritikpunkte an den Medien sind, dass Politik inszeniert wird, und dass das Personal stärker im Vordergrund steht als der Inhalt. Mit Inszenierung ist zum Beispiel gemeint, dass Entscheidungen eigentlich in Gremien getroffen werden und Bundestagsdebatten die Diskussionen nur vorspielen. Außerdem werden politische Inhalte in den Medien oft stark vereinfacht dargestellt. Das liegt zum einen an der begrenzten Sendezeit bzw. Artikellänge, zum anderen daran, dass man den Konsumenten nicht überfordern will. Wer überfordert ist oder sich allzu sehr anstrengen muss, einen Beitrag zu verstehen, neigt eher dazu, umzuschalten oder wegzuklicken. Das kann aber problematisch werden, da politische Inhalte komplex sind und sich Debatten kaum auf ein paar Sätze herunterbrechen lassen. So kann die Meinung der Bürger beeinflusst werden, denn die wenigsten suchen sich selbstständig Zusatzinformationen. Ein weiterer Kritikpunkt an der Macht der Medien ist, dass Informationen und Unterhaltung nicht klar genug getrennt werden. Beides gehört jedoch zu den Aufgaben der Medien. Der Aspekt der Unterhaltung an sich ist auch kein Problem und niemand kann von früh bis spät nur trockene Informationen aufnehmen. Wenn allerdings nicht mehr klar zwischen Unterhaltung und Information unterschieden wird, wird es problematisch. Informationen werden nicht mehr an ihrer Bedeutung, sondern an ihrem Unterhaltungswert gemessen und nur die interessantesten Informationen werden berichtet. Eine objektive Meinungsbildung ist so kaum möglich. Auch wird kritisiert, dass Extrempositionen in den Medien zu stark hervorgehoben werden, da die spannender für die Zuschauer bzw. Leser ist und mehr Emotionen hervorruft, bindet es die Konsumenten an das Medium.
Die politischen Debatten werden damit verzerrt dargestellt. In der Realität findet sich die große Mehrheit der Bürger irgendwo zwischen den Extrempositionen. Okay, Medien sind also wichtig für unsere Demokratie, aber mit einem kritischen Auge zu betrachten. Im nächsten Video geht's um Interessenverbände und deren Bedeutung für unser politisches System. Tippe oder klicke einfach hier links. Mehr politische Grundlagen gibt's in unserer Playlist, ebenfalls hier verlinkt. Abonnieren, Daumen hoch und Video teilen freut uns sehr. Bis bald, mach's gut und ciao!